Lirum, Larum, Löffelstiel. Wer nichts kann, der kann nicht viel. Und damit herzlich willkommen zur mittlerweile 5. Folge des Red Podcasts. Chapeau. Ja. Chapeau. Wie ihr wisst, ich bin hier nicht allein, sondern habe auch mein alter Ego Tim dabei. Dieses alter Ego-Ding, da komme ich nicht ganz damit klar. Das ist. Kommst du nicht mit klar? Nee. Kannst du dich nicht mit damit abfinden? Nee, du brauchst einen anderen Teaser für mich, wenn du mich vorstellst. Ich bin mir aber immer noch sicher, dass du nur ein Produkt meiner Fantasie bist, Tim. Dann wäre es aber ein sehr starkes Produkt. Ausgereift, ja. Perfektioniert, guter Humor. Siehste, haben wir doch was von. Ja. Okay, Tim. Was ist so in der letzten Woche bei dir passiert? Boah. Das Ding ist, eigentlich müssten wir aufhören, das immer am Anfang zu fragen. Weil bei uns aktuell, vor allem auch wegen Arbeit, gar nicht so viel Spannendes passiert. Ja, boah, was ist denn Spannendes passiert? Ich habe mich privat, also für mich selber, wieder oft beim Autofahren über Fahrradfahrer abgefuckt. Über Fahrradfahrer? Ja, was man gar nicht so vermuten würde bei mir. Ja, ansonsten. Aber ja. Bist du so einer, der dann so sich über Fahrradfahrer abfuckt? Also bist du wirklich dann so einer, der dann im Auto rumraged? Ja, nicht nur über Fahrradfahrer. Ich habe auch gerade auf dem Weg hierhin zu dir gefühlt 3 Autos innerlich den Reifen zerschossen. Nee, aber das hatte ich heute tatsächlich auch noch. Ich weiß nicht mehr, wo ich überhaupt hingefahren bin, einkaufen oder irgend so ein Quatsch. Und da sind halt Leute halt viel zu mittig auf der Straße gefahren mit deren Fahrrad. Und ich denke mir so, das kann es doch nicht sein. Also nee. Im Prinzip dürfen die das ja, aber du kannst doch nicht wirklich meinen, dass so etwas wie ein Fahrrad, dass das sicher auf der Straße zusammen mit Autos fahren kann. Nee, vor allem, du kannst ja nicht die Straße blockieren, dass Autos hinter dir herfahren müssen. Nee. Weil das ist ja auch, also da hat ja auch niemand was von. Nee, überhaupt nicht. Und vor allem, wenn ich so gucke auf dem Bürgersteig, die Bürgersteige hier bei uns im Ort sind einfach sowas von breit und du hast einfach alle 200-300 Meter vielleicht mal eine Mutter mit ihrem Kind oder irgendein Typ mit seinem Hund rumlaufen. Ja. Und da kannst du easy mit dem Fahrrad drauf fahren. Warum machen wir das so? Vor allem, wenn der Bürgersteig frei ist, fahr doch auf den Bürgersteig. Du kannst immer noch zur Seite fahren oder anhalten kurz. Ja, oder diese Drecks-Fahrradstreifen, die es jetzt überall gibt. Boah, also Junge. Bei uns, wir haben da so eine mega enge Straße. Jetzt haben die da noch so einen Meter für Fahrradfahrer mit dieser Trennlinie, weißt du, da so hingeklatscht. Und das Ding ist ja, du hast in der Fahrschule gelernt, du sollst ja sogar noch einen Meter von diesem Streifen Abstand nehmen. Ja. Wie soll das funktionieren? Das Witzige ist, das habe ich bei mir in der Siedlung jetzt auch. Und das Ding ist, unsere Straße ist eine Anliegerstraße. Mhm. Das heißt, wenn du da nicht wohnst, kommst du da im Zweifelsfall eh nicht rein. So. Und davor ist halt so ein Fahrradstreifen, dass die Fahrradfahrer sogar Vorfahrt haben. Ich denke mir so, Digga, ich halt doch eh an. Ich brette doch nicht da raus aus der Straße, wo ich eh nicht links und rechts nicht sehe, wenn ich da stehe. Ja. Vor allem, was auch geil ist, wenn du dann halt wirklich einen Meter davor sogar noch anhalten sollst, dann sehe ich halt gar nichts. Ja. So, da kann ich nicht gucken. Was ich auch mega behindert finde, sind halt diese Temposchwellen. Ich finde, das ist Sachbeschädigung am Auto, ohne Scheiß, ach, weil teilweise so, ja, die genau, so leicht hoch sind, ne? Weil du siehst die teilweise nicht. Ja. Das ist halt, okay, klar, es gibt welche, wo du halt so eine geteerte Straße hast, dann sind die Dinger so mit roten Ziegeln oder sonstiges, ne? Aber teilweise auf manchen Straßen in Siedlungen, du siehst die nicht. Und dann fährst du da mit deinen ganz normal 30 lang. Und trotzdem, mit 30 ist so ein Hügel nicht. Ja, vor allem nachts. Ja. Ich hab das schon, gerade als ich meinen Führerschein neu hatte, vor 7, 8 Schnabeljahren. Schnabeljahren. Da habe ich halt nachts eh auch, also irgendwie Bürgersteig auch gar nicht wahrgenommen, weil ich hatte das mal, da habe ich einen Kumpel. Ja, das hört sich witziger an, als es eigentlich ist. So, da habe ich halt einen Kumpel nach Hause gebracht abends. Und dann habe ich den Bürgersteig nicht eingeschätzt, dass der halt schon so früh kommt und bin dann so mit der Felge so halb auf dem Bürgersteig irgendwie rübergeschlittert. Ah. Ja, und das ist, keine Ahnung, also. Ja, das ist auf jeden Fall sehr gutes Auto. Warum malt man die nicht Neon gelb an, dass sie reflektieren? Ich glaube, diese reflektierenden Streifen soll es mittlerweile geben, aber keine Ahnung. Ja. So, ich habe mal einen Themenvorschlag von jemandem bekommen. Und ja, ich frage einfach mal, glaubst du an Geister? Was heißt glauben? Das Ding ist, solange du die Existenz ja nicht ausschließen kannst, kannst du sie auch nicht die Existenz verleugnen. Daher würde ich sagen, maybe. Okay. Und also inwiefern glaubst du daran? Also es gibt ja laut Filmen und so halt böse Geister, nette Geister, was auch immer. Und irgendwie heißt das ja immer, dass ja, die noch irgendwas aber wollen. Ich hab meine eigenen paranormalen Stories dazu. Ich hatte das.
Also ich habe es jetzt, je älter ich wurde, nicht mehr. Also vielleicht sagt es auch viel über meine kindliche Fantasie aus, aber weiß nicht, so von, keine Ahnung, 7 bis 12 oder so hatte ich das sau oft, dass ich gedacht habe, dass man, dass jemand mich anspricht oder meinen Namen sagt, obwohl niemand da ist. So. Das ist schon fucking gruselig, Ja, Tim. und ich hatte auch mal eine richtig. Ich weiß bis heute nicht, was das für ein Moment war oder ob die Technik einfach mich getrollt hat. Aber ich hatte das mal, da war ich alleine zu Hause, als, weiß nicht, so mit, keine Ahnung, 18 oder so. Und wir hatten halt damals drei Telefone, also Haustelefone, die halt verbunden waren. Du konntest halt, wenn ich jetzt oben in meinem Wohnzimmer quasi in der Küche angerufen habe, so dass diese Funktion gab es halt so, ne? Das ist halt ganz normal. So, und dann. Also ich war halt alleine und dann war ich halt in meinem Wohnzimmer und dann hat aber jemand aus der Küche oben bei mir angerufen. Aber es war halt niemand da außer mir. Ja. Das ist schon schwierig. Das war sehr strange so. Und da habe ich auch gedacht so, I'm out of here und bin halt zu einem Kumpel gefahren. Oh shit, also, aber habt ihr auch nicht irgendwie so ein Anrufbeantworter-Dings gehabt, was dann immer wieder mal anruft oder so? Also bei uns ist das zum Beispiel so, dass das Telefon klingelt und dann ist das halt nur Mailbox, weißt Ja, nee, aber du hast ja die Anzeige. Und da stand halt drauf, quasi hier Station 1 Ah, Küche. stimmt, genau, also es stand Ja, es explizit stand drauf, halt dass drauf, es aus Station 1 einem. Küche ruft an Wohnzimmer, bla bla. Und das war halt creepy. So. Okay, ja, das kann ich schon verstehen, ja. 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 Also ich Also, habe. ja, nee, Ich sag du. habe. Nee, sag mal zu Ende. Also ich sag mal so, es ist halt immer schwierig, sozusagen, man glaubt an Geister, so, weil es ist halt immer so ein Quatschthema für die Ja. meisten. Aber ich. Würde jetzt nicht direkt ausschließen, dass es sowas irgendwie nicht geben kann. Ja, kann man auch auf verschiedene Arten interpretieren. Ich hatte auch so eine sehr. Ja, sehr schweißtreibende Kindheitserinnerung. Mittlerweile, also das ist mehr oder weniger so selber sich das schönreden, weil es war eine ultra realistische Begegnung für mich. Mittlerweile denke ich mir so, ja, okay, du warst halt noch ein Kind. Ich war auch sehr, sehr klein, ich weiß gar nicht mehr, welches Alter, aber ich schätze mal definitiv entweder Kindergarten oder Grundschule, ne? Und ich war halt in der Stube, hab gepennt und es war mitten in der Nacht. Und dann habe ich meine Augen kurz aufgemacht und habe halt wirklich so eine, deswegen meine ich, das ist so ein bisschen fantasiemäßig, so eine Klischee weiße Frau mit langen schwarzen Haaren gesehen, die nur so ein weißes Tuch übergeworfen hat, Ja, ne? also so ein bisschen ringmäßig. Genau, so Ja. ringmäßig, und dann ist die halt so durch die Stube so hin und her geschwebt Okay. quasi. Und ich konnte nicht reden, nichts sagen. Ich war einfach nur unter meiner Decke und habe halt da hingeguckt, habe Augen zugemacht. Hab Augen wieder aufgemacht, war immer noch nicht weg. So, das Ende von der Geschichte, weiß ich nicht mehr, wie das ausging. Wahrscheinlich bin ich halt einfach aufgewacht irgendwann. Keine Ahnung. Und ich hoffe halt ein bisschen, dass das ein Traum ist. Nur sehr viele Jahre später, eigentlich nur einige, ich sag mal so ein Jahr. Ein Jahr, vor einem Jahr, wir haben hier so eine Nachbarin, ne? Die ist schon ein bisschen älter und ich schätze mal, dass sie dement ist. Irgendwann klingelt die bei mir an der Tür. So, und dann fragt die so, ja, könnt ihr Brot gebrauchen? Und ich so, hä, was? Also, nee, danke schön, aber also, wie kommen Sie denn jetzt auf uns so, ne? Also, die hat noch nie bei uns geklingelt, sonstiges, wir haben keinen Kontakt zu ihr, aber die wohnt wohl gegenüber in so einer Mehrfamilienwohnung oder sonstiges, ne? Wie sieht die aus? Ja, wie soll ich das beschreiben? Habe ich mir jetzt nicht so gut gemerkt. Das ist halt so eine kleine alte Frau mit lockigen Haaren, Brille. So, die, Okay. also die ist safe irgendwie zwischen 70, 80 so, Okay, oder ich brauche das nur für mindestens. meine bildliche Genau. Vorstellung. Und dann hat die halt so einen Jutebeutel mit gehabt, wo sie anscheinend Brot drin hatte. Und dann meinte sie so, ja, aber was ist denn hier mit denen von oben? Nicht so, wie von oben? Ich wohne in einem Bungalow. So, weißt du, es gibt Ja. kein oben. Oben sind ein paar Solarpanels aufgestellt. Und dann meinte sie, ja, hier, da ist doch diese Familie. So, das ist, ich so, welche Familie? Oben ist nichts. Und dann diese, ja, doch, da ist halt so eine Frau mit ihrem Kind. Das ist so eine Nonne in so einem weißen Kleid und so ein kleiner Junge. Und ich so, boy, Ja, komm, hör auf. what the fuck, Oma? Was willst du? Warum musst du mir das jetzt Als antun? ob Ey, ich brenne gleich dein Haus nieder, wenn du so weiter. oder Junge, hätte ich am liebsten auch gemacht. Und dann, ja, also sie war auf jeden Fall dement und dann meinte sie, ja, aber wie kommt man denn da hin, danach da oben? Und ich so, ja, oben ist aber nichts. Das ist, da gibt es nichts. Aber hat sie
hat sie sich quasi gedacht oder vorgestellt, da wäre halt noch eine Etage drüber. Ich weiß es nicht. Oder dass sie da einfach auf dem Dach stehen. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich das einfach, dass sie da ja so stehen. Richtig creepy, Alter. Ja, ohne Scheiß. Und dann, ja, wollte sie schon so hinten rumlaufen durch meinen Garten. Und dann meinte ich so, nee, da gibt's nichts. Das ist kein Durchgang. Das ist einfach nur unser Garten. Ich so, oh, ach so, okay. Und dann so, ja, weiß ich nicht. Also doch. Also die sind da oben und sowas. Und ich so, okay. Und dann, lange Rede, kurzer Sinn. So, ich hab halt gesagt, okay, nee, danke, und dann ist sie wieder weggegangen. Da habe ich halt noch, ich habe halt gemerkt, okay, die ist schon ultra senil, so. Mhm. Da habe ich halt noch ein bisschen geguckt, dass sie sicher über die Straße kommt und alles. Und dann stand ich aber noch vor meiner Haustür und habe so reingeguckt. Ich hatte kein Licht an, gar nichts, und dann habe ich so gedacht, so, fuck that shit, ich gehe da jetzt nicht wieder rein, so, ne? Nicht nachdem diese alte Frau mir das erzählt hat. Und dann, ja, habe ich erstmal mein Handy rausgeholt und jeden Menschen, den ich überhaupt kenne, angerufen. Einfach nur, um so ein bisschen so emotionalen Support zu haben. Und habe dann die Geschichte so erzählt. Habe dann irgendwann meine Schwester ans Handy gekriegt und dann, ja, meinte sie so, oh mein Gott, erstmal, ne? Aber dann meinte sie so, ja, geh wieder rein, es ist nichts und so. Aber das war schon echt creepy. Das war schon hardcore creepy. Weißt du, wen du anhättest rufen müssen? Megasatzbau. Ghostbusters, Mann. Who you gonna call? Ghostbusters! So ein Banger, ne? Zeitloser Banger. Ja, genauso wie Man in Black Song von Will Eismith. Von Will Eismith. Will Eismith, ja. Ja. Wie heißt das richtig, Tim? Was jetzt? Willi Schmidt? Wilhelm Schmidtmeier. Wilhelm Schmidtmeier, richtig. Nee, und dann irgendwann, ja. Eine creepy Ergänzung zu dieser Geschichte wäre eben, dass auf unserer Kreuzung hier an der Straße so eine Art Stromkasten ist und da ist halt auch alles bepflanzt und so. Und da war immer so ein Stein. Das sieht aus wie so ein Stein. Das sieht ein bisschen aus wie so ein Grabstein, aber halt so eine Gedenkgrab-Dingsbums. Und dann stand da halt auch drauf, so dass auf diesem Flecken Erde hier in unserer Siedlung, das vor 1000 Jahren so in der alten Stadt hier, ich werde jetzt nicht den Stadtnamen sagen, aber dass da halt mal der Friedhof unserer Stadt war. Ich wusste es! Ich wollte gerade sagen, wurde die hier irgendwie auf einen Indianerfriedhof gebaut oder sowas? ich glaube nicht, dass es in Deutschland Indianer gab, aber sowas ähnliches, ja. Ja, ich muss erstmal ganz kurz meine Kreuzkette rausholen. Um den ja, dann Dankeschön, Tim. Kann ich jetzt noch konvertieren? Ja, kann ich gern machen. Was sagt die Religion eigentlich zu Geistern, Tim? Gibt's die oder nicht? Weiß ich nicht. Das musst du den Märchenmann oben im Himmel fragen, an den ich glaube. An den du glaubst. Danke. Ja, sehr gut, dass du ihn dann Märchenmann nennst. Ja, du kommst bestimmt in den Himmel. Ich wollte es für alle zugänglich machen. Ah, okay, genau. Wir sind hier auf neutralem Boden, Tim. Ja, nee, wir sind hier auf Indianerboden anscheinend. ja, aber das ist strange. Bist du dir nicht sicher, dass du Demenz hast und dir die alte Frau eingebildet hast? Mittlerweile und die alte Frau hat dich nur als Geist wahrgenommen. Stimmt, vielleicht bin ich tot. Vielleicht bist du tot. Mit wem rede ich hier? Wo bin ich? Vielleicht bin ich dein alter Ego. Oh shit. Plot Twist in Folge 5. Oh mein Gott. Wir existieren gar nicht. Vielleicht bist du ja tot, Zuhörer. Vielleicht ist das deine Art von Himmel. Vielleicht hast du dein ganzes Leben mit Social Media verschwendet. Boah, das wäre. Jetzt ist dein Himmel eben ein Podcast. Das wäre richtig Plot Twist, wenn unser Podcast aus der Zukunft kommt. Wir haben das vor 10 Jahren aufgenommen. Nein, weil da kennst du ja aus der Vergangenheit. Ja, wir haben das. Mathematik. Ich kann es immer noch. Wir haben es jetzt in 10 Jahren in die Zukunft aufgenommen. Ist aber so eingestellt, dass es halt jetzt erst hochgeladen wird. Das wäre. Aber was hat das denn mit den Toten zu tun, Tim? Ja, weiß ich nicht, das musst du jetzt einbauen. Ich hatte die Vorlage gegeben. Ist das so eine Looper-Geschichte? So, keine Ahnung. Oh, der Film war auch scheiße. Findest du? Ja. Also, ich fand den okay, ey. Also, ich finde so eine realistische Sache, so eine witzige Sache fand ich daran, dass sie halt diese Telekinese-Kräfte hatten und dann halt der wirklich ist gesagt hat: Ja, okay, wir dachten jetzt, dass die Superhelden wirklich kommen. Und dann war das aber so, dass halt ein Typ mal allerhöchstens so eine Münze flippen konnte mit seinen Gedanken. Weißt du, wer auch ein Telekinese ist? Jackie Chan. Weil der im Fernsehen ist. Oh, ja, okay, komm. Direkt gecancelt. Ich glaube, den Punkt haben wir nach der letzten Folge bezüglich Feminismus überschritten, aber hey.
Ja, ist in Ordnung, Tim. Wir verdienen sowieso noch kein Geld damit, deswegen können wir sagen, was wir wollen. Du verdienst kein Geld. Ich habe schon den Vertrag von Spotify. Okay, Tim. Willst du mir was sagen? Ja, ich mache den Podcast ab nächster Woche allein. Mit der Nonne im weißen Kleid. Tim, wir machen keine Scherze darüber, okay? Sie könnte jetzt über uns stehen. Nee, ich habe auch die, vor allem, also wir sitzen ja relativ abgeschirmt in unserem Selfmade-Tonstudio. Mhm. Und ich denke auch die ganze Zeit, dass halt ein Meter neben uns, den Bereich, den wir gerade nicht sehen können, irgendwo eine Person noch zuhört. Rettungsninja, wir brauchen ein anderes Thema. Rettungsüberleitungsninja. Richtig. Also. Ja, okay, über was können wir noch sprechen? Es ist ja, die Folge kommt ja kurz vor Neujahr hoch. Ja, genau. Deshalb reden wir vielleicht mal über ein Thema, das alle betrifft, aber auch absoluter Quatsch ist, weil sich eh niemand dran hält. Genau, Preiserhöhung. Neujahresvorsätze. Genau, Neujahresvorsätze. Ja. Hast du welche? Machst du sowas? Oder? Naja, das Ding ist, ich versuche seit, was heißt Versuch? Eigentlich versuche ich es nicht, aber ich denke mir jedes Jahr so, vielleicht nächstes Jahr aufhören mit Rauchen. Dann denke ich mir aber so an Silvester, Zigaretten sind viel zu gut. Und dann denke ich mir so, nein, ich höre nicht auf. Ja, ich finde Neujahrsvorsätze sowieso bescheuert. Also, keine Ahnung. Ist ja, ich meine, klar, ich kann verstehen, warum man so eine Tradition aufrechterhält in der Gesellschaft, aber ist ja Quatsch, das macht doch eh keiner. Ja, das ist halt dieses Prokrastinieren, weißt du, du schiebst etwas auf, um damit anzufangen, weil du halt glaubst, okay, das jetzt fängt was Neues an und so, aber in Wahrheit fängt ja nichts Neues an. So, okay, ich kann verstehen, okay, wenn du jetzt wirklich diese Motivation mitnimmst für dich, na, dann ist das vollkommen legitim, mach das ruhig, wenn es dir hilft, aber allgemein kann man ja sagen, dass diese Neujahrsvorsätze meistens einfach scheitern, weil du einfach die Motivation so von einer externen Sache nimmst. Vor allem sind Neujahrsvorsätze ja auch der Apex des Prokrastinierens, weil du etwas, was du dieses Jahr schon nicht gemacht hast, aufs nächste Jahr schon direkt weiterschiebst. Richtig. Das ist halt, die Motivation muss halt von innen kommen. Weil wenn du wirklich so einen persönlichen, so eine persönliche Motivation, so deinen eigenen Drive quasi hast, dann hältst du dich in den meisten Fällen mehr dran, als wenn du jetzt sagst, okay, das neue Jahr fängt an, der Kalender hat jetzt eine andere Zahl draufstehen oder was, ne? Das ist halt, keine Ahnung, wenn du irgendwie einen persönlichen Bezug zu dieser Sache hast, geh woanders Motorrad fahren, verdammte Scheiße. Nicht hier, hier ist Indianerland. Echt? Nee, aber weißt du, was ich meine? So, man muss halt irgendwie selber für sich was machen wollen und nicht, weil man sagt, okay, jetzt ist ein neues Jahr, jetzt kann ich das. Ja, das vor allem, wenn du halt wirklich invested darin gewesen wärst, hättest du ja schon früher angefangen wahrscheinlich. Ja, richtig. Kommt natürlich immer darauf an, was du halt dir vornimmst. Ne? Ist ja auch von Lebenssituation abhängig. Genau, so ist es wie in den meisten Sachen. Halt, wenn du sagst, okay, mit Rauchen aufhören, das ist halt so eine schwierige Geschichte, weil du halt einfach den Scheiß hast du bestimmt schon über Jahre gemacht und du wirst nicht auf einmal mit dem Fingerschnippen damit aufhören. Klar, okay, es gibt einige Leute, die sagen, boah, seitdem ich aufgehört habe, ich habe die Zigarette weggelegt und nie wieder eine angefasst, das ist schön für dich, aber es geht ja auch um Sachen wie zum Beispiel Diät. Diät ist auch hundertprozentig eines der meisten Sachen, die man im Neujahrsvorsatz macht. Ne? Man macht sich eine Mitgliedschaft im Fitnessstudio. Und dann, weißt du, und die meisten Kündigungen, die verzeichnet werden im Fitnessstudio, sind im März. So, die Leute, die geben sich so ein bisschen Zeit dafür, versuchen das und dann haben die keinen Bock mehr. Kommen einmal, denken sich so, ne? Genau, weil die sich keine Zeit gelassen haben. Mach doch kleinere Schritte, anstatt zu sagen, okay, jetzt ist ein neues Jahr, jetzt mache ich alles anders. Das wirst du nicht. Das kannst du nicht. Du bist halt ein Mensch mit Gewohnheiten. Ja, deswegen, aber Thema Fitnessstudio. Ich finde, das Konzept von Sport ist für den menschlichen Körper nicht durchdacht. Nee, nicht durchdacht. Nee, weil es wird auch, also, worauf ich hinaus will, ist, um es ganz kurz abzuarbeiten, für mich selber, weil ich auch ein Stück weit faul bin, was das angeht, wäre Sport halt viel geiler, wenn du, weiß ich nicht, du nimmst die Hantel einmal und dann hast du direkt durchtrainiert, so, für das nächste Jahr. Und dann siehst du aus wie Son Goku. Ja, aber das Ding ist, jetzt kommt erstmal ein Nerd-Moment. Ihr könnt für eine Minute auf Mute schalten, wenn ihr das nicht hören wollt. Es ist genauso wie bei Dragon Ball tatsächlich. Aber das Problem ist meistens, wenn du ohne weiteres auf einmal diesen neuen Körper hast, dann bist du genauso wie die Dragon Ball-Charaktere, die dann sagen, du hast dir diesen Körper nicht verdient. Du kannst mit ihm noch nicht umgehen. Du bist halt so, als ob du, weißt du, du hast gerade deinen Führerschein gemacht und willst direkt Formel 1 fahren. Das funktioniert nicht. Du willst halt. Hast du mich gerade mit einer Dragon Ball Analogie korrigiert? Ja, richtig.
Damn. Soll man ja sagen, Animes sind zu nichts Nütze. Hat, glaube ich, noch niemand gesagt, außer vielleicht meine Freundin. Das tut mir leid für dich. Ja. Geht's dir gut? Junge, ich bin immer noch sauer darüber, dass ich immer wieder ein Anime mit ihr anfangen will und dann muss ich auch immer den typischen Scheiß sagen, den alle Freunde ihren Freundinnen erzählen, so, das ist gar nicht so kindisch wie die anderen, das hat richtig was Deepes und sowas. Und dann fängt sie mal an zu gucken und dann pennt die ein. So. Dann kommt sie irgendwann selber zu mir. Das war vor vielen Jahren eigentlich schon. Da war gerade My Hero Academia gerade so im Hype, ne? Europa zumindest wahrscheinlich. Genau, ja. In Europa auf jeden Fall. Also bei uns hier in Deutschland. Und dann sagt die mir so, ja, kennst du den? Ich so, ja, wieso? Und ich so, ja, weil in diesem Forum, wo sie irgendwie drin war von der Uni oder so, hat einer gesagt, ja, ich mag eigentlich keine Animes, aber selbst den mochte ich. Wollen wir den mal gucken? Und ich denke mir so, Vibe. Irgend so ein Wildfremder empfiehlt dir das und dann willst du auf einmal Anime gucken. Ich versuche das seit Jahren. Seit Jahren. Und dann, weißt du, ich fühle mich etwas untergraben. Vielleicht warst du too close an der Materie für sie. Ja, das ist so ein bisschen wie wenn Kinder nicht so gerne auf die eigenen Eltern hören, aber lieber auf andere Leute, auf andere Arbeiten. Richtig, auf den Typ mit dem weißen Bus. Richtig, genau. Das ist so, weiß nicht. Hab mich ein bisschen unterschlagen gefühlt. Ja, aber hast du My Hero Academia geguckt? Ich habe My Hero Academia geguckt, nur bis zur dritten oder vierten Staffel, weiß ich nicht mehr. Man muss dazu sagen, also bis auf ein paar Momente wird es auch erst ab der fünften Staffel interessant, leider. Das ist halt nein, Tim, so. Wir werden das nicht nochmal machen. Wir werden jetzt nicht so, wie wir den Leuten erzählen, so ey, weißt du, die ersten 12 Folgen sind eigentlich komplette Scheiße, aber ab der 13. wird das richtig interessant. Ja, aber das ist ja auch, nee, also ganz kurz, jetzt muss ich aber mal reden, das ist ja genauso dieselbe Scheiße, die Leute immer bei One Piece machen, so. Ja, der Anime hat über 1000 Folgen, aber wenn du halt keinen, weiß ich nicht, wenn du selber zu schwach bist geistig dafür, das nicht zu akzeptieren, so, da ist das dein Problem, der Anime ist einfach perfekt. So immer dieses, ist viel zu lang, ich habe nicht so viel Zeit. Doch, ich habe einen Vollzeitjob und ich habe One Piece jährlich dreimal durchgeguckt, wieder von vorne. Bei One Piece, finde ich, ist das was anderes, weil der halt mit den Zeiten gegangen ist. Weil damals, für die damalige Zeit, war der Standard von den One Piece-Folgen halt voll in Ordnung, so, weißt du? Ja. Also, es gibt, also das war ja auch nicht zu komplex von der Story her, das war halt gefühlt einfach nur dieser... Ja, 80er Jahre, damals 90er Jahre. Ich weiß nicht, wenn du es so casual geguckt hast, aber je weiter du halt guckst, wird es halt sehr komplex. Ja, deswegen sagen ja auch die meisten so, ja, die ersten 100 Folgen sind gefühlt scheiße und dann später wird das halt gut. Nee, nicht die ersten 100 Folgen. Also, ich kann verstehen, dass man vielleicht, wobei, nee, kann ich nicht. One Piece ist einfach schon seit Folge 1 gut. Okay. Mein Gott, okay, wo waren wir? Neujahrsvorsätze. Mhm. Ich weiß nicht, warum das Frage war. Eigentlich hast du keine, aber hast du dieses Jahr, nächstes Jahr welche? Nö. Ja, okay, cool. Hätten wir das Thema abgehandelt. Genau. Neujahrsvorsätze sind scheiße. Ihr arbeitet eh nicht dran, also nutzt einfach die Zeit, die ihr jetzt eh schon habt. Genau, wir waren bei dem Thema hier. Du willst lieber, dass eine Hantel, wenn du einmal eine Hantel in die Hand nimmst, dass du direkt. Ja, stimmt. Das war eigentlich das ursprüngliche Thema. Ja, richtig. Ja. So funktioniert das aber nicht, Tim. Du musst dir den Buddy verdienen. Du musst zusammen mit ihm wachsen. Guck mal, das habe ich letztens aus irgendeinem... Das stellt mich aber nicht zufrieden. Das habe ich irgendwo letztens gesehen. Irgendein Typ hat, glaube ich, gefragt, so, ey, wenn du jetzt nur noch ein Auto für den Rest deines Lebens fahren dürftest, ne? Mhm. Du suchst dir das aus, dann würdest du doch safe immer nach dem Öl gucken, immer hier alles mögliche austauschen, Reifenwechsel zur fucking, wie heißt das, zur Inspektion und alles. Genauso ist das mit deinem Körper. Du hast halt nur einen Körper und deswegen solltest du auch so ein bisschen, ja... den nicht wasten. Weißt du? Ja, ich glaube, bei dem Punkt bin ich 25 Jahre zu spät. Nein, Tim, es gibt kein zu spät. Du kannst auch so ein richtig cooler alter Sack sein, der halt gefühlt so 20.000 Klimmzüge kann und dann halt so komplett jacked aussieht und dann halt einfach ein cooler alter Sack bist und nicht so ein oh, ich bin 50 und ich habe hier Bandscheibe und sowas. Da wären wir wieder bei Arthrose, Mann. Ja. Ja. Du musst nicht Arthrosemann sein, Tim. Ich will auch nicht Arthrosemann sein. Ich war viel zu lange. Tagsüber bin ich ein ganz normaler junger Mann. Nachts bin ich Arthrosemann. Ja. Nein, ganz ehrlich, wenn ihr die Neujahrsvorsätze dafür verwenden wollt, meldet euch im Fitnessstudio an. Ihr müsst nicht mal Fitnessstudio machen. Ihr müsst einfach nur, bewegt euch ein bisschen mehr,
macht was für euren Körper. Mittlerweile findet ihr alles Mögliche im Internet, wie ihr euch zu ernähren habt. Und vor allem, Mögliche. Falls ihr uns beide kennt als Zuhörer, können wir euch ein Fitnessstudio vermitteln, wo ihr euch anmelden könnt. Nein, ich bin mir nicht sicher, was ich hier noch sagen werde. Ich lande höchstwahrscheinlich auf irgendeiner Liste oder so, deswegen werde ich den Namen meines Arbeitgebers nicht nennen. Aber ich arbeite tatsächlich in einem Fitnessstudio. Ich bin Fitnesstrainer. Falls das hier noch nicht etabliert wurde, wurde es nicht, ne? Nee. Und genau. das ist, glaube ich, die größte Differenz zwischen uns beiden, dass du Fitnesstrainer bist und ich halt Arthrosemann. Ich dachte, du kommst jetzt mit deinem Job, aber für die, die es nicht gerafft haben... Das ist ja kein Gegensatz. Natürlich, also für die, die es bis jetzt noch nicht gerafft haben, Tim arbeitet im Kino. Wie lautet nochmal der offizielle Titel deiner Position? Naja, es kommt halt darauf an. Also offiziell bin ich halt stellvertretender Theaterleiter, wenn man so sagen will. Kann. Okay, genau, also du machst da so ein bisschen, bist so ein bisschen High Horse in deinem... Es ist ja so, dass bei dir, dein Job ist ja quasi, Leute dazu animieren, sitzen zu bleiben und nichts zu tun und zu gucken. Und meiner ist genau das Gegenteil. Also ich sage jetzt nicht, dass das eine schlechter als das andere ist. Aber okay, gut. Das ist halt so der Gegenteil. Mein Job macht die Leute fett, deiner trainiert sie. Ja, so kann man das auch sehen. Deswegen, wir könnten eine Kooperation machen. Ja, wir haben leider schon ein Fitnessstudio, mit dem wir eine Kooperation machen. Bestimmt schlechter als unseres. Aber ich, wie gesagt, keine Namen hier. Im Namen meines Arbeitgebers distanziere ich mich davon, weil ich bezahlt werde. Ach, Mann. Okay. Ja, wie gesagt, macht was für euch. Kümmert euch ein bisschen um euch selber. Es muss nicht viel sein, auch wenn es nur, ich sag mal, 30 Minuten mehr am Tag sind. Macht ein bisschen was. Richtig, wenn es nur 30 Minuten mehr Netflix am Tag ist. Okay. Ja, ich dachte, ich mache den Gag. Okay. Gut, Neujahrsvorsätze hätten wir. Das, ich glaube, da können wir beide nicht so viel zu sagen. Aber was hält denn das neue Jahr für uns bereit? Boah, gute Frage. Was habe ich nächstes Jahr irgendwas vor? Ich habe halt überlegt, ob ich mal irgendwo in Urlaub fliegen lasse. Weil okay. Ich kann ja obviously nicht selber fliegen. Wobei, ich würde es mal gern probieren, aber ich glaube, mich lässt niemand einfach so ein Passagierflugzeug fliegen. Ich würde, glaube ich, einfach vor Panik sterben, wenn ich das machen müsste. Ja. Wo willst du denn hin? Keine Ahnung. Das Ding ist, Europa interessiert mich eigentlich fast gar nicht. Genauso wenig wie Deutschland. Klar, jetzt kommt wieder... Meine Mutter ist auch eine der dieser Personen, die immer ankommt so... Ja, aber Deutschland hat auch immer schöne Ecken. Ich so... Ja, aber es ist halt Deutschland. Das ist halt keine neue Kultur. Ja, die schönen Ecken sind auch nur für die 2 Wochen schön, wo es warm ist hier. Ja, so und... Keine Ahnung, ich finde halt Japan schon richtig interessant. Japan will ich auch unbedingt. Südkorea auf jeden Fall. Nicht Nordkorea? Nee, ich mag den Chef da nicht. Den Chef, den Manager. Den Manager des Landes. Ja, also Amerika hat auch Orte, die ich interessant finden würde, gerade sowas wie so Los Angeles, New York so, vor allem, weil das ja die zwei Ursprünge, was heißt die zwei Ursprünge, aber die, was Hip-Hop angeht, ja die größten Städte sind. Ja. So irgendwie. Ja, ansonsten irgendwie will ich auch mal nach Australien, wobei mich jedes Lebewesen dort abhält, da überhaupt einen Fuß drauf zu setzen auf dieses Land. Ganz ehrlich, das ist so eine überbewertete Sache, ne? Es will dich nicht alles umbringen, Tim. Und vor allem, du hast ja, Australien ist fucking groß. Ja, du musst aber, ja nicht unbedingt ins Outback und dich von irgendwas stechen oder reißen lassen. Dass es da Spinnen gibt, die, weiß ich nicht, mit denen ich einen Boxkampf hätte führen können, theoretisch. Okay, ich habe jetzt einen Fun-Fact für dich. Rate mal bitte, welches Tier die meisten Menschen auf dem Gewissen hat in Australien, jährlich gesehen, auf die Todesrate. Schwierig, ich würde sagen Kängurus. Oder Emus? Nee, nicht die Emus. Ich glaube, die haben das Kriegsbeil mittlerweile begraben, aber Känguru ist ein guter Guess, aber nein. Haie? Nein, Haie sind ganz unten. Ja, aber das war halt mein einziger Guess. Weltweit sind Haie ganz unten. Lass mich überlegen, okay, welche Tiere... Aber kein nichts Insektenmäßiges. Nein, also ja, wenn man jetzt wirklich von Insekten ausgeht, Moskitos sind ja schon wirklich Krankheitsüberträger Nummer 1. Ne? Aber nehmen wir das mal raus. Okay. Boah. Das Ding ist, alleine für den Gag fände ich es witzig, wenn es Koalas wären. Wenn das so Tiere wären, die so bei Nacht so ein Messer zücken und dich abstechen. Du kannst übrigens Tripper von Koalas kriegen. Das weiß ich, ja. Ja, voll krank.
War nicht schön, die Erfahrung, was? nee, okay, sag, welches Tier? Pferde. Ja, Pferde töten die meisten Menschen in Australien. Und das liegt einfach nur daran, dass wir so dumm sind und auf ihn reiten wollen und dann ständig von Pferden runterfallen. Oder halt so einen Tritt von einem Pferd in die Fresse kriegen. Ja. Auf einem gar nicht so weit entfernten Platz sind zum Beispiel Kühe, weil man halt davon ausgeht, dass die nett sind, aber nur weil es freundförmig ist, ist es halt nicht Freund. Man denkt immer so, oh, Schlange oder irgend so ein krasses Skorpionviech oder irgendwie sowas, was da rumfleucht. Aber nee, sind Pferde. Das ist interessant. Und hat die Statistik auch erzählt, wie, also... Ja, wie gesagt, also wirklich so entweder vom Reitunfälle Pferd gefallen, oder... Reitunfälle, genau, so vom Pferderücken, ja, okay, gefallen. Ja, dann macht das Tier das ja nicht aktiv. Ja, das ist halt die Todesursache. Wenn du gegen einen Baum fährst, dann macht der Baum das auch nicht aktiv. Ja, aber da ist nicht... Da ist aber nicht der Baum, der dich getötet hat. Ja, aber es ist halt dann die Autofahrt halt. Man sagt ja auch so Autounfall, aber ja, das Auto macht das ja nicht aktiv, sondern das bist immer du. Niemand hat dir gesagt, auch bei den ganzen anderen gefährlichen Tieren, niemand sagt dir, dass du da hingehen sollst. Das ist deren Hut. Ja, aber manchmal kommen die auch zu dir. Ja, weil... Das ist halt so diese alte Debatte, so wenn du da nicht leben kannst, dann tu es nicht. So, das ist halt so diese ganzen Völker, die einfach nicht von so einer Vulkangegend wegziehen. So, was stimmt denn nicht mit euch? Das ist doch dämlich. Ja, vor allem, das habe ich auch damals nicht bei, das war ja, glaube ich, hieß die Stadt Pompeji oder Pompeji, so. Pompeji, ja. Ja, ich dachte mir so, okay, selbst damals, wo du vielleicht noch nicht wusstest, okay, Vulkan heißt schlecht. So, aber wenn du halt da der so ein Typ oder Frau in oder aus Pompeji bist, mhm, und du siehst so einen riesen Krater, wo halt so eine rote Masse rumsuppt, die halt alles wegbrennen könnte, denke ich mir doch nicht so, und hier baue ich ein Haus. Ja, so, ich verstehe das auch nicht, auch diese ganze Scheiße mit, ja, in Amerika gibt es so viele Naturkatastrophen. Nee, Natur ist allgemein keine Katastrophe. Das ist halt einfach... Das ist ein Phänomen, wenn du... Genau, es ist ein Phänomen. Das ist ein Gebiet, wo sowas halt mehrfach auftritt. Dann wohnen da halt nicht. Und vor allem, wenn die nicht jedes Haus aus Holz und Pappe bauen würden, würden die auch einen Tornado standhalten. Das ist richtig. Und deswegen finde ich das auch so komisch, dass das bei uns nicht gängiger ist. Weil bei uns ist ja gefühlt, also hier in unserer Gegend zumindest, nichts. Also wir haben ja nie sowas. Tatsächlich ist Deutschland aber europäisch gesehen Tornado Valley, so. Ja, aber das ist halt auch schon höchste aller Gefühle, was wir hier immer so kriegen. So die paar Windhosen, die hier mal irgendwie rumwirbeln, aber sonst? Also eine Windhose ist bestimmt nicht bequem. Ziemlich luftig auch, ne? Ach, herrlich. Ja, Comedy, kann man nicht lernen. Das ist einfach gutes Timing. Ja. Okay. Comedy 101, könnt euch gerne einschreiben. Ah, gut, deswegen. Jeden 1. April. Dafür habe ich dich angestellt, Tim. Ja, gut, das Arbeitsverhältnis ist noch nicht geklärt. Was sind wir eigentlich so von der Rechtsform her? Naja, eigentlich sind wir halt beide Gesellschafter, oder? Gesellschafter? Ja, könnte sein. Sind wir eine GmbH, eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung? Beschränkt sind wir auf jeden Fall, aber... Ja, richtig, das... So viel kann man sagen. Naja. Ja, ich finde, wir sollten auf jeden Fall irgendwie mal so ein bisschen über unsere Zusammensetzung hier reden. Wir können nicht einfach so tun, als ob hier nicht einer die Hosen anhätte. Die Windhosen. Ah, deshalb hast du deine Hose ausgezogen. Also für die Leute, die es nicht sehen können, also wir, ich bin hier bei mir zu Hause und ich kann machen, was ich will. Das ist richtig, aber beim nächsten Mal vielleicht eine Decke drüber. Nein. Okay. Extra nicht. Ja. Ich finde, der Witz war jetzt nicht so durchdacht wie die anderen. So, da bin ich nicht ganz so zufrieden mit. Gucken. Da müssen wir mal über unser Arbeitsverhältnis reden, Tim. Das funktioniert so nicht. Okay. Du torpedierst mich zu sehr. Okay. Da muss ich mich an den Mobbing-Beauftragten wenden. Wir haben Mobbing-Beauftragten? Ja. Ist das, ist das die Nonne auf deinem Dach, oder? Ach, scheiße, Tim. Hör auf. Ich muss hier noch schlafen heute Nacht, Tim. Sounds like a you problem. Oh. Okay. Ja. Nee, aber Neujahr. Komm mal zurück zum Thema. Nee, also ich weiß nicht, du hattest ja anfangs gefragt, was das nächste Jahr für uns bereithält, und dann haben wir Urlaub abgehakt. Das ist aber auch so ein Ding, weiß ich noch nicht, wie ich das hinkriege. So, beziehungsweise ob ich es überhaupt dann mache, das ist ja... Willst du das alleine machen?
Oh ja, das ist natürlich eine meiner Specialties, da du mich auch so gut kennst, dass ich alleine in einem fremden Ort mich bewege. Das ist ja. Ja, nee, aber das hätte ich dich ja so eingeschätzt, weil so wirklich so ein Socializer bist du ja auch nicht gerade so was, ich sag mal, Privatmomente angeht. Also ich kann mir dich jetzt ganz Naja, schlecht mit okay, da jemand müssen wir aber jetzt anderem. differenzieren. Ich bin halt kein Fan davon, wenn es an einer Location stattfindet, die ich halt nicht kenne oder die nicht gewohnt für mich ist. Weil ich habe halt ein Problem, wenn du so willst, halt mit Menschenmengen, wenn man so will. Vor allem, wenn ich da halt nur eine gewisse Anzahl von Leuten kenne, mit denen man da hingeht oder die man dort trifft. So, das ist halt ein Problem für mich. So, ich habe ja nichts gegen Socializen, Nee, also nur gewisse soziale Aktivitäten rauben mir halt extrem viel soziale Batterie, so. Ja, Digga, so deep wollte ich gar nicht gehen. Es ging mir einfach nur um das Ja, weiß ich aber. Hotelzimmer so. Also, ja, schön, dass du dich öffnen kannst, Tim. Diese Vertrauensbasis, das bedeutet mir echt viel. Aber ich meinte eigentlich nur so Hotelzimmer so. Also so Hotelzimmer live, wenn du dann halt so mit einem Typen auf dem Zimmer bist, das ist halt einfach, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich könnte nicht ganz so lange mit jemandem im Hotel chillen. Ja, Halt, dann lernst du halt auch immer so die Essgewohnheiten und die Schlafgewohnheiten von deinen Freunden kennen und dann magst du die auf einmal nicht mehr so gerne. Weißt du, was ich meine? nee, das kann mir nicht passieren. Boah, mir ist das aber schon häufig passiert, ey. Das ist einfach Ich zu meine, guck mal, eklig. wir kennen uns jetzt seit 8 Jahren. So, wir sind beide für uns die Emotional Support Pads jeweils. Ich glaube, mich würde es jetzt nicht stören, wenn ich jetzt herausfinde, dass du, weiß ich nicht. Ich wollte gerade irgendwo einen Vergleich machen, wie man speziell schlafen könnte, aber mir fällt nichts ein. Also ich glaube, Nackt. das, ja, nackt ist aber nicht speziell, oder? Ich glaube, erstaunlich viele Menschen schlafen nackt, würde ich behaupten. Ja, nicht mal erstaunlich. Also viel, sehr, sehr Ja, viele also Menschen das heißt schlafen nicht nackt. erstaunlich, aber Ist ja. aber auch comfy, Alter. Ganz ehrlich, also ich schlafe nicht unbedingt nackt. Ich brauche so ein bisschen eine gewisse Ordnung da unten, ne? Aber so nur in Unterhose ist zu jeder Jahreszeit meine Wahl, ne? Also ich kann nicht Naja, in, nee. ich kann Im kein Sommer bin Pyjama ich da anziehen. bei dir. Aber ich finde halt, im Winter brauchst du halt Nee, gar nicht. so Ohne Scheiß. Also ich was? kann nicht mit Schlafanzug oder Pyjama oder was auch immer schlafen, weil irgendwie, wenn man sich Schlafanzug habe einmal. ich aber auch. Also, es gab Momente in meiner Jugend, wo ich mir dachte, Schlafanzug ist nicht die Choice, die ich gehen will. Ja, weil Kleidung verrutscht ja auch, wenn man sich so im Bett dreht und wendet und so, und dann ist das einfach scheiße. Ja, vor allem, ich glaube, ich schlafe seit Minimum 10 Jahren einfach in irgendeiner Jogginghose. Und dann halt, weiß ich nicht, entweder ein Pulli oder ein T-Shirt, das ich halt, wo ich halt weiß, okay, das packe ich morgen eh zur Wäsche. So. Ja. Oder ich habe halt irgendein altes Schlafshirt oder so. Nee, also ich hab's oft versucht, aber ich kann nicht mit Kleidung schlafen. Okay, so bei so einem Mittagsschläfchen, wenn ich so einnicke oder so, na, aber so wirklich schlafen, nee, kann ich nicht. Sorry, ich war gerade kurz ganz woanders. Was, konntest du nicht schlafen? Ich habe das absolut nicht mitgekriegt gerade. Okay, weiter im Text. Wenn du, Ja. also wir haben ja gerade gesagt, wir sind unsere gegenseitigen Emotional Support Pets. Was wärst du denn für ein Tier so? Also Boah, das ist natürlich jetzt schwer. Man muss halt natürlich ein Tier nehmen, was viele Charakterzüge von mir hat. Das heißt, es müsste einen gewissen Comedy-Faktor haben. Es müsste überragend guten Sinn für Kleidung haben, was dann bei dem Tier schwierig ist, aber es müsste stilvoll aussehen. So, das heißt. du beschreibst gerade einfach nur Perry das Schnabeltier. Ja. Das ist. Ja, gut, aber wir reden ja von echten Tieren und kein fiktives Tier. Nimm ein Schnabeltier und setz ihm einen Hut auf. Okay, gut, ich bin Schnabeltier mit Hut. Was wärst du denn? Boah, weiß ich nicht. Ich glaube, ich wäre was richtig Unnötiges. Wie so ein Fisch oder so im Aquarium. Irgendwas, also irgendwie so einer dieser unnützen Haustiere, die man halt so hält, wenn man weiß, dass man sie halten kann. Also, Goldfisch. genau, so ein Goldfisch oder ein Hamster, so, weißt du? Was natürlich auch ein Fisch ist, ja. Ja, genau. Also wird halt auf die gleiche Art gehalten, nur unterscheidet sich da leicht die Luftfeuchtigkeit. Es ist halt, weißt du, das sind so diese Kinderhaustiere, die machen nicht ganz so viel Dreck. Und dann kannst du deinem Kind auch nochmal so ein bisschen Verantwortungsbewusstsein beibringen, obwohl du einfach nur ein Tier nimmst und dann quasi ihm an den unverantwortungsbewusstesten Halter auf der Welt gibst, so gefühlt. Weißt Guter du? Punkt, Weil ja. Kinder wollen auch noch immer, also da nehme ich mich gar nicht raus. Ich habe als Kind auch so mit 10 meinen Hamster bekommen.
Und man nimmt das Viech dann auch einfach die ganze Zeit raus, obwohl das Ding nachtaktiv ist, so gefühlt, weißt du? Und das will die ganze Zeit nur in seiner Watte schlafen und dann holt sie es raus, oh, guck mal, ich hab einen Hamster, willst du den mal streicheln? Guck mal, wie der frisst. oder Fische oder sowas, weißt du? Fische halten ist sowieso asozial. Ja, apropos Thema Fische. Ich habe letztens noch eine Doku geguckt und da ging es halt auch unter anderem um Fische. Mhm. Und dann haben die da halt auch so geangelt und halt dann die ganzen verschiedenen Fischsorten da vorgestellt, die halt da rumfleuchen im Wasser. Mhm. Und ich dachte mir so, Fische sind auch die Tiere, für die ich mich am wenigsten interessiere. So, also mir ist es egal, ob ich da jetzt einen Lachs oder einen, weiß ich nicht, einen Dorch. Ein was? Ein Dorch. Ein was? Gibt es kein Dorch? Ist es nicht so? Dorch? Das Dorsch. Ja, okay, gut. Dorsch. Ja, war doch close enough. So halt ein Dorsch. Ist mir doch egal, ob das ein Lachs oder ein Dorsch ist. Es ist ein Fisch. So, es schwimmt im Wasser, hat eine Flosse, ist ein Fisch. Ein Hai ist ein Fisch. So, Schildkröte ist ein Fisch. Es ist alles ein Fisch. Es ist im Wasser, ist mir doch egal. Da differenziere ich nicht. Ist auch schon ein bisschen gemein, dass wir halt wirklich so zero fucks auf unsere Aqua... Meeresbewohner ja, so geben, weißt du, weil die einfach hässlich sind. Ja, die brauchen halt einen Botschafter. Also da soll, wenn solange Aquaman nicht vor meiner Haustür klingelt und mir erklärt, so, das ist ein Dorsch, dann interessiert mich das nicht. Tim, was denn? Also, komm, tu dich so, als ob du dich für Fische interessieren würdest. Tue ich, ohne Scheiß. Also ich mag Tiere allgemein sehr gerne. Ich mag auch sehr gerne so diese ganzen. Das beschäftigt sich doch keiner mit einem Fisch. Mit Fischen. Das revidiert jetzt meine Aussage von wegen Fische halten ist mega asozial. Ich hatte tatsächlich eine Zeit lang wirklich mehrere Aquarien und habe mich auch wirklich sehr deep mit der Materie so befasst und sowas. So wirklich, ja, das ist ein ganz schön tiefes Gewässer geraten mit dem Thema dann, ne? Das ist richtig. Ja. Also das war halt so zu meiner Corona-Zeit gefühlt, weißt du? Und deswegen finde ich das auch so asozial, wenn du zum Beispiel Fische hältst so mit für deine Kinder und du weißt ja gar nicht, was da alles dazugehört, weißt du? Du musst halt wirklich auf so viele Sachen achten. Du erschaffst da quasi so ein kleines Biotop für dich, wo wirklich so das biologische Gleichgewicht muss stimmen. Du musst wissen, dass da bestimmte Bakterien für bestimmte Sachen verantwortlich sind. Du musst halt über den Fisch selber wissen, in welchem Lebensraum er leben möchte. Und dann hast du halt immer dieselbe Scheiße. Bunten Kies, irgendein Goldfisch, also viel zu viele Goldfische in so einem kleinen Pissbecken. Dann hast du irgendeinen Filter, wo halt einfach nicht das richtige Filtermaterial oder sonstiges drin ist. Und die Wassertemperatur stimmt nicht und sonstiges und sonstiges und sonstiges. Und deswegen finde ich das halt teilweise echt assi. Aber wenn du es halt richtig machst, kann man das schon machen. So, ne? Ich weiß gar nicht, warum ich habe jetzt irgendwie über Fischhaltung gerantet. Worüber haben wir gerade geredet? Was war das Ursprungsthema? Welches Emotional Pet wir wären, ja. Ach so, ja. Das war genau. Ein Unterstützungstier. Ja. Genau. Welches Tier wärst du jetzt? Also du wärst Goldfisch? Nee, nicht unbedingt ein Goldfisch. Ich finde Goldfische nicht so sympathisch, muss ich ehrlich sagen. Ich glaube, ich wäre ein Erbsenkugelfisch. Bitte was? Ein Erbsenkugelfisch. Das ist ein Kugelfisch, aber ein ganz, ganz klein. Okay. Genau, also der ist wirklich so ein bisschen größer als eine Erbse. Vielleicht so eine kleine Haselnuss vielleicht. Die sind mega cute. Also die sind aber auch aggressiv as fuck. Ne? Also die musst du auch teilweise mit Lebendfutter füttern. Und dann hat man so Schnecken, die packst du da rein und dann kommt der Typ an und Schnecken haben ja ein Gehäuse. Also und der kommt an und macht einfach so und dann ist die Schnecke tot. Okay. Ja. Es gibt aber noch, ich bin noch nicht fertig für mich mit dem Thema Fischen. Es gibt also wenig Unterwassertiere, die ich interessant finde. So Hai, Delfin würde ich erstmal dazu zählen. Das sind auch die gängigsten irgendwie. Mhm. Ich finde diese eine Krabbe ganz cool, die halt so schnell schlägt, dass halt Flammen, dass sie halt oder Hitze erzeugt. Der Pistolenkrebs. Ja, auch das ist halt ein respektabler Name. Damit kann man doch arbeiten und ich bin Lachs. Das ist doch kein Name für ein Tier. Ja, Lachse sind halt auch von Grund auf einfach nicht so smarte Tiere. Ich glaube, die Folge hatten wir schon mit dem Bären und den Lachsen. Ja, ist auch so eine Spezies, die nicht dazulernt. Ja. Aber es gibt so viele coole Tiere, die unter Wasser leben, Tim. Halt, kennst du diesen krassen Seestern, der einfach nur durch so einen Korallenriff durchkrabbeln muss und dann stirbt alles um ihn herum? Nein. Ich glaube, das ist ja der Crown of Thorns oder sowas heißt der. Das ist halt so ein Seestern mit übertrieben viel Arm. Sieht auch aus wie so ein Horrorviech. Und
sobald der über irgendwas rüber kriecht, dann stirbt alles, weil er so quasi die Lebenskraft gefühlt aus allen anderen Lebewesen raussaugt. Das ist interessant. Das ist schon Heavy Metal, das Tier, Alter. Also schon. Oder sowas wie ein Oktopus. Der ist halt schlau as fuck. Okay, Oktopus gebe ich dir. Das ist auch noch ein cooles Tier. Ja. Fisch. Nein, ist kein Fisch. Ja, ein Lebewesen. Halt Wasserkreatur, Mann. Richtig, das ist schon. Fisch ist für mich das obergeordnete Thema. Wo waren wir jetzt eigentlich? Immer noch. Okay, stimmt. Also, okay, du bist ein Erbsenkugelfisch. Ich bin ein Schnabeltier mit Hut. Genau. Ja, und ich denke, damit haben wir unser neues Profilbild auch schon geklärt. Nein, aber das ist zum Beispiel auch so eines der Gründe, warum wir eine Ratte genommen haben, weil Ratten eigentlich auch übertrieben süß sind und auch übertrieben intelligent. Das war einer der Gründe? Also für mich schon. Also ich habe es dir nur vorenthalten, weil... Ja, okay, gut, das wollte ich nämlich gerade sagen. Für mich war es neu, dass das der Grund war. Für mich war das einfach nur der Grund. Hey Tim, ja, Marc? Ich habe einen Namen für unseren Podcast. Echt? Wie denn? Red Podcast. Ja, ja, nehmen wir. Als es mir dann so vor meinem geistigen Auge erschienen ist, habe ich mir gedacht, so, boah, das passt ja gut. Weil die Ratten ja auch sehr intelligent sind und wir auch gerne denken, dass wir intelligent wären. Naja, was heißt denken, dass wir intelligent wären? Also, Intelligenz kannst du ja nicht einfach so claimen. Also, es gibt ja auch verschiedene Bereiche der Intelligenz. Und zwar? Na, ich würde zum Beispiel behaupten, dass ich sehr emotional intelligent bin. Also, weinst du, während du Matheaufgaben machst? Ja, aber das ist das Problem, das in meiner Kindheit entstanden ist. Okay. Und dadurch, dass mein Vater nicht gut erklären kann. Immer diese Momente, ach Digga, das ist auch so schlimm. Das ist, also, puh, das ist für mich mein persönliches 9-11. Matheaufgaben mit meinem Vater machen. Also, holla die Waldfee. Weil ich glaube, also, puh. Hat er viel rumgeschrien? So, oder? Nee, also, aber es ist halt, du hast halt immer die Enttäuschung gemerkt. Wenn er dir fünfmal, weiß ich nicht, halt wirklich alt in jungen Jahren den Dreisatz erklärt und du sitzt da so, hä? Es ist, weiß ich nicht, Mathe ist halt, also, weiß ich nicht. Ja, Mathe ist auch tatsächlich ein sehr schwieriges Thema bei mir gewesen, aber dann kam meine Mutter immer rein, hat dann die Lautstärke erhöht, mir ein paar sanfte physische Einwirkungen auf den Hinterkopf gegeben und dann auf einmal konnte ich das dann. Ist auch eine Lösung. Nee, finde ich nicht gut, tatsächlich. Findest du nicht? Also den Teil mit physische... Ja, aber man sagt ja, leichte Schläge auf den Hinterkopf würden die Intelligenz fördern. Und ja, früher, also, ja, okay, früher hast du auch den Arm amputiert bekommen, wenn, weiß ich nicht, du gehustet hast. Also, das ist jetzt auch kein Ansatz. Boah, ich find das so krass, dass Leute damals wirklich so lobotomiert wurden. Das ist auch die... Ja. Doktor, ich huste. Ja, müssen wir den Kopf aufschneiden. Nee, später haben die dann gemerkt, die müssen den Kopf nicht mal aufschneiden, sondern die haben einfach wirklich so eine Nadel genommen und dann einfach von vorne mit dem Hammer so reingehauen. So durchs Auge. What could possibly go wrong? Ja, echt, also... Früher war so Mental Health und sowas einfach nur ruhig stellen. So... Du, wenn du etwas sagst und du bist sehr emotional, du bist einfach irgendwie, keine Ahnung, ein bisschen daneben, dann müssen wir einfach dafür sorgen, dass du nichts mehr sagst. Okay. Ja. Ratten. Ja. Ratten passen überall rein, wo der Kopf von denen reinpasst. Ja. Das wäre cool, wenn es bei Menschen so wäre. Wo würdest du reinkriechen, Tim? Wenn ich jetzt eine Ratte wäre? Ja, als also Mensch? Jetzt als Mensch. Ich muss kurz schlechte Gags unterdrücken. boah, weiß ich nicht. Also, will man denn überhaupt reinkriechen irgendwo? Okay. Weißt du, also, wo würdest du denn reinkriechen? Mir fällt, also ich wüsste nichts. Boah, ganz ehrlich, ich glaube, ich wäre auch zu klaustrophobisch dafür. Warum haben wir das Thema angefangen? Warum habe ich das Thema angefangen? Weiter im Text. Nein, ich schmeiß noch mal kurz so einen kleinen Throwback zu einem Video rein. Dieser eine Glatzkopf, der seinen Kopf fast vollständig in einer Vagina verschwinden lässt. Fand ich interessant, dass die Dehnfähigkeit des menschlichen Körpers wirklich so auf die Probe gestellt wurde. Ich kenne dieses Video nicht, aber... Nicht? Nee. Oh, das muss ich dir nachher zeigen. Da muss eine Bildungslücke geschlossen werden, Tim. Ja. Ich weiß gar nicht, wie du aufwachsen konntest, ohne dieses Video zu kennen. Das war so auf den Top 3 mit Two Girls, One Cup,
One Man, One Jar und einfach dieser Glatzkopf. Ich habe alle Videos bis heute nie gesehen und ich bin stolz drauf. Was? Du hast diese Videos nie gesehen? Mhm. Ausweisen. Staatsbürgerschaft entziehen. Ausweisen. Nee, aber ich habe auch keinen Drang danach, das zu gucken. So. Warum? Warum denn nicht? Also, warum denn? Du musst doch deine Neugierde stillen. Du bist ein Mensch. Ich bin aber darauf nicht neugierig. Doch. Nein. Bist du, Tim. Nein. Unterdrück nicht weiter das Tier in dir. Du musst es rauslassen. Du musst dir diese Videos ansehen. Ich will diese Videos absolut nicht sehen. Da hat mich noch nie interessiert. Kennst du nicht diese zwei Weiber, die auch nicht mit ich diesem... Ich weiß, was diesem mir Industrie- wurde berichtet. Nein, aber das andere mit dem Industrietacker, wo die sich die Nippel und die Vagina so tackern. Nein. Ach, Tim. Warum soll ich das sehen wollen? Einfach weil um zu sehen, was dahinter steckt. Es gibt eine Legende und dann muss man der Legende so nachgehen. Das ist so ein bisschen wie die Illuminati, nur greifbarer. Okay, das ist aber mal ein ganz spezieller Vergleich. Ja, ey, du musst wirklich so ein bisschen dich innerlich fragen, so, warum will ich das nicht sehen? Du musst das sehen wollen. Nein. Doch. Nein. Warum denn? Das ist doch... Also das ist warum? Doch dieses Makabere. Man muss doch so ein bisschen Unruhe in seinem Leben haben, weißt du? Ich habe genug Unruhe durch mich selber in meinem Leben. Ich brauche nicht noch Unruhe von außen. Ist okay, Tim. Ich zeig dir die Videos. Ich schick dir Links. Ist in Ordnung. Ja. Ich wollte gerade einen schlechten Zelda-Witz machen wegen Link, aber... Ja, ich hasse es manchmal auch, wie mein Kopf funktioniert. Ja, ich hasse es manchmal auch, wie dein Kopf funktioniert. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, auch deswegen sind wir so gute Freunde geworden. Wir sind keine Freunde, wir sind Geschäftspartner. Okay, gut, Geschäftspartner. Dann setze ich ab sofort jedes Essen über dich ab. Kannst du machen. Okay, cool. Rechnung kommt. Okay. Ja. Wie lange haben wir jetzt schon, damit wir nicht zu lang werden? 10 Minuten. 53 Minuten und 8 Sekunden. 53 Minuten, okay, das ist klasse. Das ist stark. Ja. Hätte ich so nicht wahrgenommen. Ja. Ja, haben wir noch ein Thema irgendwie? Jetzt weiß ich, was ich noch sagen wollte. Ich habe übrigens, war das die erste Folge, wo ich meinte, dass ich Pakistanis in meinem Insta-Feed habe? Ich glaube schon, ja. Ja. Erstmal dazu, ich habe sie nicht mehr. Irgendwie sind sie rausgefiltert worden, warum auch immer. Und jetzt vermisse ich sie so ein bisschen. Ey, das könnte dein nächstes Urlaubsziel sein. Pakistan. Ja, habe ich jetzt keinen allzu großen Bezug zu, aber ich setze es vielleicht mal auf die Maybe-Liste. Magst du scharfes Essen? Nee. Ist in Ordnung, gibt's da nicht. Okay. Warum denn? Nein, also so ein bisschen, so ein paar spicy Pakistani-Sachen gibt's schon, aber halt nicht allzu viele. Okay, ganz kurz, ich muss mich kurz sammeln. Okay, was ich eigentlich sagen wollte ist, mir wurde nämlich mitgeteilt von einer Person, die ich kenne, offensichtlich, von einer wildfremden Person auf der Straße. Ja, sie haben mich gefunden und verfolgt. Nee, diese Person hat nämlich, ich will jetzt nichts falsch sagen, ich glaube, sie hat pakistanische Wurzeln, also so wie ich sie verstanden hatte, und sie meinte das halt, weil wir halt auch aus Gag gerätselt haben, wie die Sprache heißen könnte. Mhm. Und da hat sie mich wissen lassen, dass die Sprache Urdu heißt tatsächlich. Mhm. Und dass manche Pakistanis aus religiösen Gründen vielleicht auch Arabisch sprechen können oder lernen halt. Nur damit wir den Bildungsauftrag auch mal nach außen weitergeben. Ja, stimmt. Die sind irgendwie, also da gibt es einen Großteil halt, ich glaube, Hindus und Moslems, ne? Oder? Ja, das weiß ich nicht. Darüber haben wir jetzt nicht so sehr gesprochen. Genau. Ich will auch nichts Falsches sagen. Nee, ich auch nicht. Aber es gab ja jetzt damals irgendwie so diese große Teilung von Indien und Pakistan, glaube ich. Sie meinte auch, dass es halt nichts mit Indien zu tun hat. Okay. Also wie gesagt, ich habe da absolut keine Ahnung von, darum. Ja, ich gerade auf gefährliches Gebiet. Genau, ich will da auch nicht in irgendein Fettnäpfchen treten. Das war jetzt alles rein spekulativ und irgendwo mal gehört. Ja. Bitte verklagt uns nicht. Sei nicht sauer auf uns. Ja. Ja. Hast du sonst noch? Wir haben immer noch nicht. Wir haben, also ist es auch faszinierend, wie wir immer über jedes Thema auch umherreden, um dann nie wieder drauf zurückzukommen.
Was hast du dann irgendwas im nächsten Jahr, worauf du dich drauf freust? Also ich habe, glaube ich, zwei Sachen. Ich habe keine einzige. Hau raus. Okay, cool. Danke, das war's für diese Folge. Nein. Nee, also einmal Tattoo-Termin direkt im Januar, da freue ich mich jetzt schon drauf. Mhm. Ist was Kleines, aber es sind ja auch oft die kleinen Dinge im Leben, auf die man sich freut. Und die zweite Sache? Ich fand's gut, wie du einfach genickt hast, ohne einen Witz zu bringen. Und die zweite Sache ist tatsächlich dieser Podcast. Einfach mal gucken, wie regelmäßig man das halt macht und wo die Reise hingeht. Das ist süß von dir. Nein, aber ich, ohne Scheiß, ich finde, wir machen das mittlerweile ziemlich gut. Also irgendwie läuft auch alles viel besser jetzt. Ich hoffe, ihr merkt auch, dass die Soundqualität ein bisschen besser ist, weil wir nicht mehr so dumme Vollidioten sind. Und ja, das haben wir nur für euch gemacht. Auch für uns, für unsere Therapiestunde, die das wir richtig wöchentlich abhalten. Und wir versuchen, das so regelmäßig wie möglich zu machen. Und auch mal einfach nur, ja, einfach so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Ich hoffe, dass es euch trotzdem gefällt, dass wir nicht immer eine Struktur drin haben, beziehungsweise noch nie eine gehabt haben. Nicht immer. Nicht immer, aber auch nie selten. Ja. Genau. Wir sind bei 57 Minuten jetzt. Ich weiß nicht, willst du noch irgendwas loswerden? Boah, so pauschal fällt mir, glaube ich, gar kein Thema ein. Ich habe halt nur am Anfang überlegt, als wir halt wegen diesen Paranormal- und Geistersachen geredet haben. Mhm. Das wäre eigentlich ganz gut gewesen für eine Halloween-Folge, aber da der Zug ist abgefahren. Ah, ein bisschen spät, aber ist in Ordnung. Ja, ich muss mir noch, ich denke auch die ganze Zeit, welchen Folgentitel wir aus diesem Gespräch ziehen. Irgendwie habe ich noch keinen guten Witz gefunden. Ich auch nicht. Müssen wir gleich nochmal drüber reden. Ansonsten, glaube ich, könnte man jetzt so den Podcast so langsam beenden mit harmonischen Worten zum Beginn des neuen Jahres? Ja, strengt euch an, werdet nicht zu fett über die Feiertage. Lasst euch nicht ärgern. Lasst euch nicht ärgern und sonst ärgert einfach mal zurück. Richtig. Was soll schon passieren? Manchmal schadet so eine Faust im Gesicht nicht. Was? Okay. Das ist in Ordnung, Tim. Nee. Ich sag ja, lass das Tier in dir raus. Ja. Nein. Leute, übrigens sind wir nicht nur auf Spotify, wir sind auch auf YouTube und Google Podcasts. Und für die ganz Hippen werden wir bald auch auf Apple Podcasts verfügbar sein. Richtig, sobald ich mein Apple ID-Passwort gefunden habe. Genau, Tim bemüht sich schon hinter den Kulissen, dass ihr da auch auf jeden Fall Zugriff drauf habt. Genau. Sonst lasst uns einfach auf YouTube einen Kommentar da zu unserem Podcast, konstruktive Kritik und den ganzen Kram, den andere Content Creator auch immer sagen. Wollen wir noch was singen zum Abschluss? Was singen? Ja, ich weiß nicht wieso, weil ich hasse es eigentlich zu singen, aber irgendwie hatte ich gerade den Gedanken. Fällt dir irgendwas ein, irgendein Lied? Ich habe immer noch den Man in Black Song im Kopf, aber ich kann nur, glaube ich, zwei Sätze. Here comes the Man in Black, Galaxy Defender. I want you to remember. Ah, yeah. Aha. Und dann Will Smith rappen. Ja, genau. Will Smith Part einfügen, Intro, Outro, fertig. Genau. Ja. Ja. Frohe Weihnachten nachträglich nochmal, was gar keinen Sinn macht, weil die Weihnachtsfolge kommt noch oder kam schon. Die kam schon. Ja, richtig, die kam schon. Ja, frohes neues Jahr, falls ihr das erst im neuen Jahr hört. Ansonsten einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und richtig. Aber rutscht nicht zu weit. Ja, ich hoffe, ihr bleibt gesund und munter. Und ja, Dings, ne? Will Smith. Hier, auch alles Gute beruflich. Und ja, keine Ahnung, lasst euch nicht schwängern, außer ihr wollt das. Genau, und wenn ihr Kinder habt und den Mathe mal beibringen müsst, bitte, bitte behutsam. Schreien ist nicht hilfreich, war es noch nie und wird es nie sein. Und wenn euer Kind kein Mathe kann, dann akzeptiert es einfach und versucht es nicht zu therapieren. Richtig, Kinder kann man nämlich auch abgeben. Vielleicht nicht so stillos über so eine Babyklappe, aber halt offiziell mit Papieren und sowas. Na, vielleicht liegt es auch an euch. Vielleicht seid ihr einfach scheiß Lehrer, vielleicht könnt ihr es einfach nicht. Hättet ihr mal verhütet. Und mit diesen Worten, frohes neues Jahr. Frohes neues Jahr. Wir sehen uns. Wir sehen uns. Beziehungsweise hören uns. Wir hören uns. Ihr hört uns. Wir sehen uns, aber ihr hört uns. Richtig. Richtig, so kann man es, glaube ich, formulieren. Alles klar, bis dann. Ciao.